Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Ich bin Markus Weidner, freue mich, dass ihr mit dabei seid heute am Freitag, den 16. September, wenn ihr direkt am ersten Tag zuhört. Das ist der Tag, an dem die neue iPhone-Generation von Apple herauskommt, zumindest 3 von 4 Geräte. Das iPhone 14 Plus verzögert sich ja um ein paar Tage, kommt erst am 7. Oktober auf den Markt. Hintergrund: die amerikanische Fernmeldebehörde FCC hat die Tests mit dem Gerät noch nicht abgeschlossen und das Gerät noch nicht freigegeben. Merkwürdig irgendwo, warum ausgerechnet bei diesem, warum nur bei einem Gerät, aber sei es drum, glaubt man den bisherigen Prognosen, dann werden sowieso hauptsächlich die Pro-Modelle bei den Käufern nachgefragt und die sind natürlich verfügbar, zumindest in der Theorie. Oder wenn man ganz schnell war, vor einer Woche, als die Vorbestellungen freigegeben wurden, denn mittlerweile, ich habe mir das mal im Online-Store von Apple angeschaut, wenn man mittlerweile vorbestellt, wird man vor Ende Oktober kaum beliefert. Aber es gibt dennoch einen Lichtblick für jemanden, der es vielleicht nicht geschafft hat, in den ersten Minuten zu bestellen. Gab ja auch wieder Chaos, das Store war nicht rechtzeitig offen. Danach konnte der Zahlungsvorgang nicht abgeschlossen werden. Habe ich selbst erlebt, zum Glück nicht beim iPhone, sondern beim Zubehör, dass das zwei, drei Anläufe gebraucht hat, bis es funktioniert hat. Also wer wirklich einen Liefertermin für in einigen Wochen erst in Aussicht gestellt bekommen von Apple. Es gibt mittlerweile einen Lichtblick und der sieht so aus, dass erste Vorbesteller, die eigentlich solche späten Termine genannt bekommen haben, mittlerweile den Hinweis erhalten haben, kommt doch schon relativ bald an. Also offenbar hat Apple viele Liefertermine da wieder vorgezogen. Das ist natürlich grundsätzlich für diejenigen, die es betrifft, sehr, sehr erfreulich. Wir haben das iPhone 14 Pro vorab schon hier in der Redaktion gehabt, konnten uns das Gerät vorher schon mal anschauen, haben in den letzten Monaten als Gerät aus dem Apple-Universum hauptsächlich das iPhone 13 Pro Max im Einsatz gehabt, also das etwas größere Modell, das allerdings auch ziemlich schwer ist mit, ich glaube, 238 oder 242 Gramm, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, runter 240 Gramm. Und da liegt das 14 Pro mit seinem zwar etwas kleineren Display, 6,1 versus 6,7 Zoll, aber eben nur knapp über 200 Gramm, 206 Gramm sind es, glaube ich, genau, liegt halt dann doch deutlich besser in der Hand und man hat dann eben nicht das Gefühl, dass man Gewicht hebt oder eine Hantel in die Höhe hält. Also das ist deutlich angenehmer, ein echter Handschmeichler, das iPhone 14 Pro, wie im Prinzip die Vorgänger auch. Nicht zu groß, nicht zu klein, muss ich sagen. Und wem es dann immer noch zu klein ist, man kann ja immer noch in den Einstellungen sagen, man möchte die größere Darstellung auf dem Display haben. Dann werden die App-Icons ein bisschen größer und so weiter. Feine Sache. Das Gerät ist, das kennt man aber auch von Apple wie auch von anderen High-End-Herstellern, wirklich gut verarbeitet. Sieht sehr, sehr edel aus. Metallrahmen wie immer. Das sieht sehr schön aus. Wobei die Fingerabdrücke auch relativ schnell auf besagte Metallrahmen landen. Also, um das Gerät zu schützen, sollte man vielleicht einen Case verwenden. Nachteil, dann geht natürlich auch ein Stück weit das schöne Design verloren. Was definitiv für ein Case spricht, ist die Rückseite des iPhone 14 Pro beziehungsweise aller neuen Modelle. Aber das ist bei anderen Herstellern ja nicht anders. Das Kameramodul steht ziemlich weit vom Gehäuserand ab. Und also zum einen ist es nicht so schön, das kippelt dann eben, wenn es auf dem Tisch liegt. Das ist regelrecht, also man sieht richtig einen Höhenunterschied. Also das ist wirklich, also mir kommt es noch ein bisschen krasser vor als bei früheren Modellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dafür hat man jetzt auch den 48-Megapixel-Sensor in der neuen Hauptkamera, was natürlich logischerweise auch ein Vorteil ist. Aber dieses Kippeln, muss ich sagen, gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber wie gesagt, die Lösung wäre halt eben ein Case zu verwenden. Dadurch ist das Gerät natürlich auch entsprechend geschützt. Vor allem dadurch ist dann auch das Kameramodul
am besten geschützt, dass ja ansonsten dann immer praktisch auf einer ebenen Fläche aufkommt. Zwar dann immer nur der Rand und nicht direkt die Linsen, aber ich glaube, es ist sicherlich eine gute Idee, wenn man das ein bisschen schützt. Auffällige Änderung, ein Always-On-Display. Das ist für einen iPhone-User sehr, sehr ungewohnt. Der geneigte Android-Fan wird sagen, ach, wo ist die Neuigkeit? Die kennen das seit Jahren natürlich, je nach Gerätemodell. Fürs iPhone ist es tatsächlich neu, auch nur in den Pro-Modellen enthalten. Und wenn das Gerät so auf dem Tisch liegt, denkt man immer im ersten Moment, oh Mist, ich habe vergessen, die Sperre wieder einzuschalten, damit das Display nach einer Minute ausgeht. Oder kann man ja einstellen, wie man es haben möchte. Aber man kann eben auch 10 Minuten oder es soll gar nicht ausgehen oder ähnliches konfigurieren. Das denkt man im ersten Moment dann, ach ja, ist ja das Always-On-Display. Man sieht's auch, es ist so ein bisschen leicht abgedunkelt, also wenn man das Gerät in die Hand nimmt, da wird das Ganze natürlich noch ein bisschen heller, noch ein bisschen klarer und man sieht dann auch ja zusätzliche Bedienelemente. Also im Always-On-Modus, ich schaue gerade mal, ist zum Beispiel, dass der Einschalter für die Taschenlampe und auch für das Kameramodul nicht zu sehen ist. Klar, wenn das Gerät eher auf dem Tisch liegt, ist die Taschenlampe blöd, wenn sie auf der Rückseite ist, dann strahlt sie den Tisch an und verbraucht nur Akku, bringt aber auch nichts. Und die Kamera, die könnte dann lediglich die Tischoberfläche sozusagen fotografieren, bringt auch relativ wenig. Insofern ist das schon vernünftig, wie das Apple gelöst hat. Wer jetzt Angst um seine Akkukapazität hat, man kann die Always-On-Funktion in den Einstellungen auch abschalten. Man kann aber auch einfach das iPhone mit dem Display nach unten auf den Tisch legen, dann wird das Ganze nämlich deaktiviert. Also das wird wirklich nur angezeigt, wenn es mit der Rückseite irgendwo liegt und man auch zumindest, wenn es die theoretische Möglichkeit gibt, dass jemand da drauf auch gucken kann. Ansonsten wird es abgeschaltet, auch wenn es in der Jacken- oder Hosentasche ist, wird das Display, das Always-On-Display abgeschaltet, um Strom zu sparen. Also das ist eigentlich schon ganz sinnvoll gelöst, wie ich finde. Wie sich das im Alltag macht, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen zu klären sein. Zum einen, wir kennen das alle als Smartphone-Besitzer, die Akkukapazität. Die verändert sich natürlich im Laufe der ersten Ladezyklen noch ein bisschen. Das heißt, die volle Akkuleistung, ja, so in einer Woche oder so ist die vielleicht da. Und dann muss man ja wiederum mal ein paar Tage Always-On-Display fahren und dann ein paar Tage Always-Off, hätte ich beinahe gesagt, Display. Also halt im ausgeschalteten Zustand, wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird, so wie man es bisher halt eben als iPhone-Nutzer kannte. Und dann muss man mal sehen, ob man wirklich ernsthaft einen Unterschied feststellt. Also ich muss zugeben, ich habe bisher Always-On-Displays immer abgeschaltet, egal ob ich jetzt ein Samsung, ein Xiaomi oder auch die Apple Watch verwendet habe. Ja, da geht das ja auch seit einigen Gerätegenerationen, aber ich habe das immer zum Akkusparen abgeschaltet, weil ich es nicht wirklich brauche. Aber ja, es mag durchaus Situationen geben, wo es sinnvoll ist. Also zum Beispiel beim iPhone, man muss jetzt mal gucken, wie sich das macht, dann Notifications, die direkt angezeigt werden. Bisher habe ich dann immer auf die Uhr geguckt oder so. Ja, das ist eine Sache, die sich im Laufe der nächsten Wochen sicherlich erstmal einspielen wird. Von der ganzen Usability her. Ja, dann habe ich mir natürlich erstmal die neue Kamera angesehen, die nun auch einen Sensor mit 48 Megapixel hat. Wir wissen es alle, wenn wir aus dem Apple-Universum kommen. Bisher hatte Apple maximal 12 Megapixel im Angebot. Nun wissen wir auch, Megapixel sind nicht alles, aber eben doch praktisch, wenn man mehr Details aufs Bild packen möchte oder wenn man beispielsweise auch mehr zoomen möchte. Und genau da, muss ich sagen, enttäuscht das iPhone 14 Pro. Also der Zoom dreifach optisch, ja, ist sicherlich nicht verkehrt, könnte ein bisschen mehr sein, aber da sagen wir noch nichts. Aber digital soll man ja ohnehin nicht, weil das ist ja nur runtergerechnet und wird dann pixelig und so weiter. Aber da kann Apple eben tatsächlich nur 15-fach. Das wird den meisten
der mal hier einen Schnappschuss macht und dort mal im Urlaub fotografiert, völlig ausreichen. Für meine einer, der hat hier und da auch mal eine Mobilfunkbasisstation aus beruflichem und privatem Interesse fotografiert und die Antennen in Nahaufnahme haben möchte. Da muss ich sagen, mein 2,5 Jahre altes Samsung Galaxy S20 Ultra ist in der Disziplin definitiv besser. Also hier muss Apple, um wirklich in der Spitzenklasse, was die Kameras im Bereich Zoom angeht, da muss Apple tatsächlich noch nachlegen. Ist natürlich auch eine Frage, ob man da den Fokus drauf legt, wo Apple wiederum sehr gut ist. Lowlight, also sprich schlechte Lichtverhältnisse. Also ich habe einen Lichtschalter im wirklich dunklen Keller, also wo wirklich nur so ein bisschen aus irgendwelchen Ritzen Restlicht rauskam, habe ich fotografiert. Das hat wirklich gut geklappt. Also besser als mit dem menschlichen Auge, würde ich fast sagen. Das hat mich doch ein bisschen beeindruckt. Also hat Vor- und Nachteile. Also schlechte Lichtverhältnisse sind für die Kamera des iPhone 14 Pro überhaupt kein Problem. Zoom, muss ich sagen, überzeugt mich noch nicht ganz. Also da geht noch mehr, meiner Ansicht nach. Muss man gucken, was Apple mit dem iPhone 15 in einem Jahr macht. Ich meine, jetzt ist die Konfiguration halt so, wie sie ist, kann man nichts machen. Der Technikfreak der heutigen Tage möchte natürlich wissen, wie sieht's denn mit der LTE 5G Bandkombinationsgeschichte aus. Wir wissen es alle, das iPhone 13 konnte schon ein bisschen mehr als das iPhone 12. Frequenzkombination LTE und 5G lässt aber zum Beispiel die Möglichkeit vermissen, LTE 800 und 5G auf 700 MHz zu kombinieren. Ob das mit dem 14er geht, ich kann es nicht sagen. Dazu müsste ich erstmal wissen, wo ich, wenn es nicht gerade am anderen Ende von Deutschland ist, eine Testmöglichkeit habe, weiß ich aktuell nicht, sage ich ganz ehrlich. Das sind eben auch Informationen, die so von den Netzbetreibern nicht offen kommuniziert werden, welche Frequenzkombination man an welchen Standorten verwendet. Das ist sicherlich auch verständlich, nachvollziehbar, wie auch immer. Also zum einen bräuchte man das und dann könnte man diesen Standort anfahren und könnte mit dem gleichen Netz sowohl mit dem iPhone 13 als auch mit dem iPhone 14 draufschauen und gucken, was passiert. Die andere Sache ist 5G Standalone. Das ist wahrscheinlich eine Software-Sache, wobei die Hersteller ja, wenn es um 5G-Kompatibilitäten geht, das ist nicht nur bei Apple so, das ist auch bei Samsung so, das ist bei allen im Endeffekt nicht anders. Es ist so, dass Apple beim iPhone 13 5G Standalone auf 700 MHz unterstützt hat, nicht aber auf 3600 MHz. Warum das so ist, keine Ahnung. Bei Samsung umgekehrt. 3600 geht, 700 geht nicht. Beides hat Vor- und Nachteile, ist auch klar. Schön wäre natürlich, wenn die Hersteller sich mal dazu überreden lassen würden, dass alles funktioniert. Ob das bei der aktuellen Gerätegeneration von Apple der Fall ist, keine Ahnung. Müssen wir auch versuchen, über Tests rauszufinden. Ist allerdings in Deutschland momentan ohnehin nur für Vodafone-Kunden relevant. Die Telekom und auch Telefonica bieten 5G Standalone ja für Endverbraucher noch gar nicht an. Das ist die nächste Geschichte. Was die Mobilfunk-Empfangsqualität angeht, ohne Fehl, ohne Tadel, das ist auf dem gleichen Niveau wie iPhone 13, vielleicht ein Tick Empfangsstärke, aber das kann auch Einbildung sein, je nachdem, ob man das Gerät 2 cm weiter nach links oder 3 cm weiter nach rechts legt, kann man noch nicht genau sagen, wie das aussieht, aber im Großen und Ganzen, es gibt ja dann immer auch Fertigungstoleranzen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist genauso wie beim iPhone 13 kein großer Unterschied. Das gleiche gilt auch für WLAN. 5G Geschwindigkeit habe ich zunächst mal nur in einer DSS-Region mit Telekom getestet. Auch da muss ich sagen, ähnliches Resultat wie beim iPhone 13 Pro Max, so zwischen 100
60 und 200 Megabit pro Sekunde im Downstream und immerhin gute 100 Megabit pro Sekunde im Upstream. Das ist mehr als mein VDSL-100-Anschluss im Festnetz schafft. Also das ist schon eigentlich gut. Betriebssystem, das neue iPhone kommt natürlich mit iOS 16, das erwartet man. Was man vielleicht nicht erwartet, noch während des Ersteinrichtungsprozesses wird ein Update auf iOS 16.0.1 angeboten. Einige Bugfixes sind damit drin, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe jetzt gar nicht probiert, ob man diesen Schritt tatsächlich überspringen könnte, wenn man das möchte. Wird angeboten, wenn man die Wiederherstellung der Inhalte von einem bisherigen iPhone, und zwar in Direktverbindung zwischen den beiden Geräten, wählt, fängt der hinterher neu an. Das muss man wissen. Aber ansonsten, das läuft dann anschließend problemlos durch und funktioniert. System läuft schnell, zuverlässig, Apps starten ohne Verzögerung. Das erwartet man natürlich auch. A16 Bionic Prozessor, der neue Chipsatzträger, nur in den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation enthalten ist, bei den Standardmodellen, gleiche Prozessor wie im vergangenen Jahr, nur an der Grafik-Engine hat man wohl ein bisschen was geschraubt, also ein Tick schneller soll wohl die Grafik sein im Vergleich zu iPhone 13, merkt man wahrscheinlich nur unter Laborbedingungen, für den normalen User reagieren die ohnehin schnell, also selbst mein iPhone XS Max, was ja nun doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, läuft unter iOS 16 wirklich tadellos. Also im direkten Vergleich mag man merken, da dauert es ein Viertelsekündchen länger als bei den aktuellen Modellen, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich okay. Was mir nicht gefallen hat beim iPhone 14 Pro, sage ich auch ganz ehrlich, ist der Lautsprecher. Nun ist es heute hip, dass man vielleicht einen Kopfhörer nutzt, vielleicht so, was sich die AirPods von Apple als Zubehör sozusagen gönnt. Alles wunderbar, alles gut und schön. Aber meine Erfahrung, ich nutze halt tatsächlich auch teilweise den Lautsprecher direkt am Handy, als in Anführungszeichen Radiowecker am Hotelbett oder so. Völlig ausreichend oder im Urlaub, um ein bisschen Webradio zu hören, um Podcasts zu hören, um auch einfach Musik zu hören. Ich mag, wenn ich jetzt alleine irgendwo im Hotelzimmer bin, mag ich jetzt nicht unbedingt immer da irgendwelche Kopfhörer aufhaben, dann höre ich auch mal direkt übers Gerät. Und da muss ich sagen, hat mir der Sound beim iPhone 13 Pro respektive Pro Max besser gefallen. Das iPhone 14 Pro klingt ein bisschen hell. Klingt so ein bisschen nach Samsung. Das mag für Sprachverständlichkeit Vorteil sein. Für die Musikwiedergabe, muss ich sagen, klingt das nicht doll. Ja. Auch da mag es Fertigungstoleranzen geben, aber zumindest bei unserem Testgerät, muss ich sagen, war das nicht so richtig doll. So, und dann habe ich noch einen, den finde ich merkwürdig. Ich lege das iPhone 14 Pro jetzt mal auf ein QI-Ladegerät. Das kommt in dem Fall von der Firma Mophie, ist also ein Third-Party-Gerät. Und es passiert nichts. Warum auch immer. Ich werde das bei nächster Gelegenheit mit anderen Ladegeräten mal testen. Aber zumindest mit diesem Mophie-Gerät funktioniert das kabellose Aufladen des Akkus nicht. Werden wir klären, werden wir auch darüber berichten, sobald es dazu abschließende Erkenntnisse gibt. Es kann natürlich auch sein, dass mit dem Ladegerät irgendwas ist, aber ich kann jetzt mal zum Vergleich ein iPhone 13 Pro Max drauflegen und pass auf. Ja, da war das, ich lade den Akku auf, Jingle, sozusagen. Und genau dieses ist, wenn ich das iPhone 14 Pro auf besagtes Ladegerät lege, nicht zu hören. Warum auch immer. Ansonsten kann natürlich auch noch ein Softwarefehler beim iPhone 14 Pro sein. Auch denkbar. 16.02 wäre dann vielleicht die Softwareversion, die das Problem löst. Das könnte natürlich auch möglich sein. Aber ansonsten muss ich sagen, gefälliges Gerät,
sinnvolles Upgrade gegenüber dem Vorgänger, aber gegenüber dem Vorgänger auch nicht so richtig wirklich die durchschlagenden Neuigkeiten. Wir haben natürlich die neue Aussparung beim Display, die sich dynamisch auch Inhalten anpasst. Ist eine nette Spielerei. Dieses Dynamic Island zeigt hier und da auch einige Infos an. Wir kamen bisher auch ohne aus. Und es hat auch einen kleinen Nachteil. Wenn ich damit wirklich rumspiele und möchte hinterher die Selfie-Kamera verwenden, kann es mir passieren, dass ich mir das Display der Selfie-Kamera, also die Frontscheibe sozusagen, also die wo die Linse halt hinten dran liegt, dass ich mir die so verschmutzt habe, dass dann das Selfie nichts wird. Gut, das mag bei mir auch am Motiv liegen, aber bei anderen möglicherweise nicht. Sollte man darauf achten, vielleicht vorher kurz mit einem Tuch oder wie auch immer drüber gehen, weil das passiert sehr schnell. Das ist eine kleine Neuigkeit, ist ein nettes Feature, muss ich sagen. Dynamic Island ist eine feine Sache. Man hat endlich diese hässliche Notch zwar nicht entsorgt, zwar nicht weggelassen, ja, aber man hat das wenigstens so ein bisschen spielerisch überdeckt, dass es da ein bisschen blöd ist mit dem unterbrochenen Display. Wir haben die verbesserte Kamera, die leider nicht so gut ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, muss ich ehrlich sagen. Also es ist toll, es ist eine gute Kamera. Zoomt auch besser als beim iPhone 13. Ist vor allen Dingen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut. Es ist aber jetzt nicht die Verbesserung, die ich mir bei einem Neukauf eines Gerätes, das 1299 Euro als Einstiegsmodell kostet, vorstelle. Das muss man halt eben auch sehen. Ja, Always-on-Display. Das ist natürlich wirklich eine nette Sache, muss man ehrlich sagen. Aber ich sag mal, wer ein iPhone 13 hat, ob der jetzt unbedingt das Geld ausgeben muss für das neue Modell, gut, man bekommt das alte dann in der Regel auch noch recht gut verkauft, aber sei dahingestellt. iPhone 14 Pro, wer im Apple-Universum unterwegs ist und ein älteres, ein 2, 3, 4 Jahre altes iPhone besitzt, dann ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Überhaupt keine Frage. Ein tolles Gerät. Aber der Unterschied gegenüber der Vorjahresgeneration, der ist eben doch nicht so groß, als dass sich dann nach einem Jahr oder selbst nach 2 Jahren der Neukauf lohnt. Für die Techniker unter uns, wer natürlich beim 12er nicht damit leben kann, dass alles Mögliche an 5G, LTE, DSS-Frequenzkombination nicht geht, dann wäre jetzt der Moment zuzuschlagen. Aber wer sagt nicht, dass den Netzbetreibern wieder irgendwelche anderen Frequenzkombinationen bis zum kommenden Jahr einfallen und dann auch mit dem iPhone 14 wieder nicht alles geht? Das ist ja leider momentan in den vergangenen Jahren, 3 Jahren seit 5G-Einführung sehr häufig vorgekommen, dass man als stolzer Besitzer eines 5G-Smartphones, völlig egal welchen Herstellers, dass man davon ausgegangen ist, so jetzt bin ich dann für die nächsten Jahre mal gerüstet, mein Gerät kann jetzt alles. Ist leider nie der Fall gewesen. Oppo muss man in dem Zusammenhang positiv erwähnen. Die können ja sogar 5G und zwar 2 Bänder kombinieren bei 5G Standalone. Das ist wirklich was die anderen Hersteller nicht konnten. Möglicherweise kann es die iPhone 14 Generation. Auch das ist ein Thema, was es rauszufinden gilt. Wobei, wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Zumal es auch noch nicht so viele Basisstationen gibt und ohnehin ja nur bei Vodafone, die diese Funktion auch unterstützen. Wir werden uns das Gerät natürlich noch ein bisschen ausführlicher ansehen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Es wird noch vieles zu entdecken geben, zum Beispiel zur Akkulaufzeit, zum Beispiel zum Mobilfunknetz, zum Verhalten LTE, 5G, hin und her buchen zwischen den Netzstandards und so weiter. Natürlich wird die Kamera zu testen sein. Vielleicht ist das Wetter ja auch irgendwann noch ein bisschen schöner. Ja, und natürlich werden wir über unsere Erfahrungen auch in den nächsten Wochen und Monaten berichten. Für heute war es das hier aus dem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Endgerät, falls ihr eins bekommen habt. Schönes Wochenende und
Bis demnächst hier auf diesem Kanal und wir lesen uns auf telltarif.de. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.